Ja, so liebe Freunde, liebe Fans, liebe Abonnenten. Das nächste Spiel, was wir uns jetzt anschauen wollen, wir sind immer noch beim Samstag in der Bundesliga, 15:30 Uhr. Ja, 1899 oder wie ich sie auch dann nenne, lieber TSG Hoffenheim gegen den FSV Mainz 05. Quasi das Duell eines, ja, fast Absteigers schon. Retortenclub. Ja, Retortenclubs, fast Absteigers schon. Wir sind relativ abstiegsgefährdet momentan. Und eines Teams, was zuletzt einen kleinen Befreiungsschlag schon landen konnte im Kampf um die Europa League Plätze, nachdem sie zuletzt ja nicht so gut gespielt hat, die Mainzer, haben sie Leverkusen, ja gut, man muss schon sagen, glücklich mit 1 zu 0 geschlagen. Ja, für mich war das jetzt Es kein war kein Elfmeter. Elfmeter. Gut, ich mache dem Schiedsrichter auch keinen Vorwurf, weil die Schiedsrichter das pfeifen müssen. Es ist eher wieder so aufgrund dieser komischen, schwammigen Regelauslegungen alles. Quasi, es gibt diese Regel genauso wie Notbremse, Rot und Elfer oder so. Das ist auch so eine Regel, wo du eigentlich sagst, dann wieder so Doppelbestrafung eigentlich. Da wird ja auch eigentlich ein Elfer reichen. Sowas zum Beispiel. Ja, oder Das ist auch gelb genauso. halt. Es ist genauso, dass die Schiedsrichter dann dieses Handspiel pfeifen müssen, obwohl eigentlich ja man davon ausgehen kann, dass es ja eigentlich, weiß nicht, keine Handbewegung jetzt war, die dann zwangsläufig einen Elfer nach sich zieht, weil, weiß ich nicht, wenn man jetzt wirklich bewusst mit der Hand dahin geht oder so, dann kann ich es ja verstehen, aber wenn du da irgendwie den Arm mal Er so ein wird bisschen ja, hochnimmst oder geht an den so. Fuß und dann springt er von da eine Flosse, ne? Ja. War doch das. Von daher, okay, ist aber jetzt auch jetzt egal, nicht das Thema hier. Ja, Hoffenheim ja momentan auf Platz 17. Und die Muss er Mainzer hoffentlich bleiben. sind meines Wissens nach auf Platz 7. Haben 2 Punkte Rückstand auf den Hamburger SV. Der Hamburger SV befindet sich gerade auf dem 6. und damit letzten Platz, der dann noch zur Europa League-Qualifikation berechtigt. Das heißt, da ist ein bisschen Nachholbedarf seitens der Mainzer. Also, sie haben jetzt ja schon das eine Spiel gewonnen. Das heißt, falls sie das Spiel auch noch gewinnen, dann könnte man schon davon ausgehen, da könnte noch was gehen. Müssen auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen noch reinhauen, wenn sie dann noch nach Europa wollen. Und ja, die Hoffenheimer ja zuletzt 3-0 gewonnen bei Greuther Fürth. Sehr überlegen, komischerweise. Ist Also man von denen nicht gewohnt, ne? hatte Greuther Fürth jetzt eigentlich nicht so viel entgegenzusetzen. Ja, das war wirklich mal eine echt gute Leistung, gute Saisonleistung von der TSG Hoffenheim. Na, wenn sie so spielen, dann kann ich es auch mein, dann akzeptiere ich das auch, wenn sie auf sich wirklich auch mal, wenn man auch mal erkennt, dass sie sich da reinhängen. Und nicht wieder, also wenn man nur sieht, dass sie da, weiß ich nicht, so lustlos rumkicken oder so, dann können sie meinetwegen Ja. absteigen. Aber wenn sie jetzt mal wirklich mal da zu sehen ist, dass man da auch mal auf die, ich meine, die setzen ja teilweise auf junge Spieler. Ich weiß nicht, ich weiß Ja, jetzt nicht, wie weit diese, Holland ich weiß jetzt nicht, wie halt. weit diese Taktik jetzt noch fortgeführt wird. Durch Andreas, nee, wer ist der noch? Müller? Andreas Müller? Ja, der Ex Der Ex-Schalker. Schalke. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie weit diese Taktik jetzt noch fortgeführt wird. Ich meine, diese Taktik hat sie ja im Grunde auch noch in die Bundesliga gebracht und ihnen den Herbstmeistertitel beschert. Immer viele sagen ja, würden jetzt immer so viel Geld ausgeben für Spieler, aber das haben sie ja eigentlich erst gemacht, wo sie schlecht waren. Wenn zu dem Zeitpunkt, wo sie Geht. noch gut dastanden, da waren es ja eigentlich eher Ja, ich. weniger teure Spieler jetzt. Also, naja. Sie haben halt in der Bundesliga jetzt nicht allzu groß investiert. Vorher halt, Ja, aber ich. mit den Spielern sind sie ja dann trotzdem Herbstmeister geworden, ne? Ja. Und so ein Ibisevic oder so oder ein Salihovic. Die kannte ja vorher dann auch noch keiner, ne? Doch. Wieso? Ibisevic war bei Aachen. Ja, Stamenovic, okay, bei Hertha. ja, aber das sind ja dann auch nicht so Spieler, mit denen du jetzt denkst, oh, mit denen werde ich jetzt mal eben Herbstmeister oder so. Ja, zum Beispiel jetzt nicht so, wie sie es jetzt gemacht haben, wo sie dann gesagt haben, ey, wir kaufen jetzt einfach mal so wahllos Wiese und Dädiorg und hast du nicht gesehen, und hier, wer ist noch? Arango? Nee, Arango war es nicht, De Camargo? Wer? War es nicht De Ach, die Camargo? Camargo, ja. Ja, nach einfach mal noch so nach dem Motto, wir kaufen jetzt einfach mal so ein paar Spieler noch ein. Und dann wird es ja doch wieder nichts, ne?
Von daher, auf jeden Fall. Also die Hoffen haben jetzt am Scheideweg ihrer Vereinsgeschichte, die ist ja jetzt nicht so nicht so lang, die Vereinsgeschichte, aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall ein wegweisendes Spiel für beide Teams. Und ja, was ist da dein Tipp? Oder weißt du noch, ob irgendwer gesperrt ist oder verletzt? Mir fällt spontan bei denen jetzt keiner ein, eigentlich. Ja, was kann man da noch großartig sagen, ne? Ja. Generell geht meine Tendenz leider Richtung Hoffenheim. Ich würd's zwar nicht hoffen, aber ich denk mal 1-0. Ich denke auch. Aber ja, kann doch unentschieden enden, ne? Man weiß es nicht, aber okay.